man diese, es lebt so. Und sehr unterschiedliche Farben. Man lässt ja Öl fließen einfach hier oder da. Und je nachdem, welche Verdünnungsmittel du nimmst, wie konzentriert, wie oder arbeitest. Ist nicht so schlimm? Nein, dem Fuß geht's gut. Und jetzt bin ich natürlich ganz gespannt, Igor, was ist denn das jetzt? Was? Quasi links vom Flügel. Was ist das hier alles? Das sind die Steine, Edelsteine aus Ural. Das ist ein armer kleiner Reh. Das sind die Trophäen aus China. Das habe ich von einem Arzt. Ich habe ein Stäubchen bekommen von einem Arzt, befreundeter Arzt aus Israel. Und dann so eine Substanz hier gemischt. Und es wurde Koronar. Oh. Das Buchste, das wird immer langsam, in 2-3 Jahre ist noch größer. Wird es noch größer werden? Das Magen zum Beispiel auch. Von, das ist alles unendlich viel zu erzählen. Das ist kaum so ein alter Negativ. Ein Baby aus 19. Jahrhundert mit Spielzeug ist das natürlich. Und das ist noch Lavendel. Ja. Das ist noch Lavendel. Und woher kommt diese, Mandragora. Vielleicht war es mal eine Rose in Rot und jetzt ist sie blau. Woher kommt die, Igor? Rose? Mhm. Es gab eine Reihe von Objekten, von Novalis inspiriert wahrscheinlich. Ja. Mhm. Von Objekten mit Stahl, das ist Holographie, muss man mal richtig... Ja, da oben, aber hier, gucken Sie mal, was da hier hängt. Ja, ja, das ist ein Fisch, der mit Reptilien, mit dieser Fisch, das ist einer von meinen Fütters. Wow. Das ist ein menschlicher. Das ist Mensch. Das ist Mensch. Der hat aber nicht geschafft. Nun bei mir ist das ziemlich präsent. Auch im Museum Meuland. Da ist auch ein großes Werk auf Graphit, wo er zu sehen ist. Ja. Oder hier spiegelt es wieder. Da ist er. Noch einmal. Ganz groß. Hier. Das ist ja selber, aber man kann jetzt nicht richtig sehen, das Objekt. Da ist er wieder. Ja, das der braucht Foto. Licht, viel Licht und frei. Es muss ja befreit sein. Mhm. Wissen Sie hier noch, wo was sich befindet in diesem schönen Atelier? Das ist auch interessant. Wie halten Sie Ordnung? Woher wissen Sie, wo sich was befindet? Weil hier hinten geht es ja noch weiter. Es gibt ein paar Bücher mit Skizzen, mit Nummerierungen und so weiter. Das ist auch ein wunderbarer Schreibtisch hier. Das ist wieder ein Graphit. Das ist ja eine weitere Entwicklung. Ja, da verliere ich auch ein Stück. Das wird zum Spiegel. Oh, aber schön. Was haben Sie von Joseph Beuys noch in Erinnerung, Igor? Wie haben Sie den Menschen Beuys in Erinnerung? Das war ein sehr, sehr, sehr lebensvoller Mensch. Offen. Ja. Ich kann so eine Erinnerung schicken vielleicht. Jetzt gibt es einen Reporter aus WDR, der hat noch vieles zusammengefasst, was ich erzählt habe. Ein paar Strophen. Also da wäre ich interessiert. Aber Sie sagen, er war sehr offen und er war lebensfroh. Er war lebensfroh. Also er hat die Inspiration nicht in der Traurigkeit gefunden Nein. Und Menschen sind viel zu müde, hat er gesagt, um die Geist zu befreien. Menschen sind viel zu müde, um was zu befreien? Um den Geist zu befreien. Ach, da hat er so recht. Ja. Da hat so recht. Ja, und dann kommt einer und sagt, du, ich kaufe das. Gib mir ein Stückchen Seele noch. Und dann, es gibt ein Buch, was nicht mehr unser Buch ist. Wir haben das verlernt zu verstehen, zu lesen. Diese Schrift ist uns fremd. Das ist Bibel.
Da ist alles. Und heute, morgen, Exodus. Mhm. 40 Tage Wüste. Golgatha. Und auch wie man sich so diese Via Dolorosa schleppt bis zum Kreuzigung. Und er versuchte wieder aufzustehen. Nein. Leid oder Wüste. Was hat denn Beuys gesagt, um den Geist des normalen Menschen zu befreien? Was war denn da seine Lösung? Ja, das war seine, also er strebte da nach der, der hat zum Beispiel, also diese ganze Eurasia, die ganze schamanistische Praktiken, er versuchte, diese Heilpraktiken aktiv zu, also die Rolle Schamane zu übernehmen und versuchte das in seiner Art und Weise. Man kann das sagen, Scharlatane natürlich, ich glaube ihn. Ich glaube, das war ein Versuch. Das war ein Versuch, ein Testlabor. Haben Sie Beuys Verzweifeln erlebt an der, Nein. an der Unfähigkeit des Menschen? Da ist er ich, habe ihn, ich habe ihn nicht so oft gesehen. Wir haben uns in München 81 kennengelernt, haben ein gemeinsames Werk gemacht sogar. Hm. Da war damals bei Klüse, war dann Vernissage bei Klüse und es kam auf mich, ich war gerade so ein paar Jahre da. Und kam ein Journalist auf mich, ein von Bayerischer. Ein Bayerischer Rundfunk wollte für Fernsehen einen Bericht machen über einen Künstler, einen Rebell, der aus UdSSR hier landete und politischer Asylant. Und er sagte, wir fangen an bei Galerie Klüse, Maximilianstraße. Wir treffen uns dort, ich komme mit meiner Kamera und Ton, Leute. Beuys ist an dem Tag, er soll gegen 12 Uhr in der Galerie sein. Und da treffen wir uns. Abend ist Vernissage, ist uninteressant. Und wir kamen, wir sind ganz oben gewesen. Heute ist die Galerie woanders. Und wir kamen dorthin. Der war noch nicht da. Ach, gehen Sie, Kulisse, ne, gegenüber. Gehen Sie, trinken Sie Kaffee, der kommt bald. Der ist jetzt am Weg von Polen nach München. Der muss aber, der hat sich gemeldet, wollte eigentlich pünktlich da sein, aber er kommt. Und kaum waren wir raus, also man ging nach oben, nach unten, und dann kommt einer Mann. Uns entgegen, ja. Schaut es so an. Erinnerung ins Bild gebunden, Gefühl. Also ich weiß ganz genau, auch Licht, wie das Licht. Das war ein heller Tag in München. Der schaut so nach oben an. So. Der Regisseur, ich weiß nicht, Kaiser oder wer ist er? Regisseur, weiß ich nicht. Nicht mehr. Als ich vorgestellt, sagte Bayerischer Rundfunk, das ist Herr Professor Beuys, das ist ein Künstler, ausgebürgert aus UdSSR. Ach, UdSSR, pass auf! Hier eine Plakettchen, nicht? Oder was man hier nicht sowas, sondern was man an der Hemd anheften. Mhm. Heißt das Plakettchen oder wie heißt das? So ein Schildchen. Schildchen aus Metall. Ein Anstecker? Anstecker, ich glaube, ja. Anstecker. Ich lerne ich so langsam. Also dann holte das raus und in der Kamera. Uff. Ich war gestern bei Valesa. Solidarność. Das ist Solidarność. Das ist quasi ein Markenzeichen. Er hat das von Valesa bekommen. Und ich habe mit ihm lange unterhalten. Und zum Dein Brezhnev will ich auch. Mein Brezhnev, mein Befreier quasi.
der mich rausgeschmissen hat. Brezhnev war ein Boss, Partei, Boss, also quasi Zar im damaligen Land, damaliges Land UdSSR noch. Sehr mächtiger Bursche. Und er mit KGB-Chef Andropov, sie haben mich, die waren meine Befreier. Ja. Ich will unbedingt auch zu ihm kommen und sagen, dass die russische Menschen, Frauen, Männer sind meine Brüder. Die sind meine Brüder. Hat er gesagt. Sie wissen, dass er in Krim, auf Kriminsel, also die ganze Geschichte, verwundet und war in Flieger damals, des Kriegs, als Soldat tätig. Dann war das und ich will Brezhnev am Kinn kraulen, ne, kann man sagen, kraulen. Und ihm das sagen, pass auf, hey, das sind die meine Brüder und Schwestern. Ja, so war unsere erste Begegnung. Unvergesslich. Wie oft haben Sie sich getroffen? Noch zweimal. Und Sie haben gesagt, Sie haben auch ein gemeinsames Werk gemacht? Am nächsten Tag. Am nächsten Tag? Am nächsten Tag in München, ja. Ich habe ihm meine Zeitschrift gezeigt, eine Zeitschrift mit Interview. Zeitschrift, Kunstzeitschrift in Paris, damals erschienen. Zeitschrift von Underground-Szene, von nonkonformistischer Szene. Also man könnte. Der Bewegung, der Sie angehörten. Genau. Aber so eine Zeitschrift könnte man nicht in UdSSR verbreiten. Mhm. So. Aber gut, da kam durch diplomatische Kanäle kam das doch dorthin. Und das war eine ganz wichtige Initiative. Und zwei Kollegen an Beuys in New York, wenn das eine Ausstellung in MoMA Interview mit ihm gemacht. Ein Interview, interviewt? Interviewt. Mhm. Und in derselben Zeitschrift gab es auch Berichte über mein Werk, meine Kunst. Und ich glaube, das war dieser Zelt, das ist ein Enclosure, Happening Enclosure. Also eine kleine Retrospektive. Und das heißt, das hat gut getroffen. Also er besuchte mich. Und dann habe ich ihm das gezeigt, auf Russisch. Ein Gespräch mit ihm, übersetzt auf Russisch. Er sagt, hast du Schellack? Fragt er mich, ob ich Schellack habe in mein Werkstatt. Ich sage, natürlich habe ich Schellack, gib mir Schellack. Und das sind Ölfarbe, ja. Dann hat er weiße Ölfarbe genommen. Und wir haben was gemacht. Und zwar direkt auf den Zeitschrift. Heute gehört das Sonja. Also der Werk ist zwar bei mir, aber Sonja hat zu wenig Platz im Moment. Es gehört ihrer Tochter. Ja, ich habe meine Tochter alles das was sie mag, geschenkt. Ja. Wer sind Ihre liebsten Sammler, Igor? Meine Sammler? Welchen Sammlertypus haben Sie am liebsten? Das habe ich nie gedacht. Mensch. Das ist ein menschlicher. Menschlicher. Oder? Die Menschlichkeit, die Ihnen sehr wichtig ist. Wenn wir offen sind, auf Koordinaten das Menschliche zu bauen, aktivieren wir Messinstrumente. Das ist Jesu auf Roten Platz in Moskau. Da ist Mausoleum. Und wo mit Lenins Puppe und eine rote Wolke. Und das ist ein berühmter Stich von Rembrandt. Jesu im Boot. Er steht so über seinen Jungen.
Sag, was habt ihr Angst? Wieso habt ihr Angst? Das ist so Sturm, Meer, so groß. Und sie kniet. Und das ist ein Boot hier. Nee. Und er ging dann. Oder? Sie haben gerade gesagt, der menschliche Sammler ist Ihnen der Liebste. Sind Sie ein Menschenfreund? Ja, ich bemühe mich, ja. Ein Mensch zu werden. Man fragt, ich habe so, bist du russisch-orthodox, bist du Katholik, bist du Moslem vielleicht oder was bist du? Ich sage, ja, pass auf, ich werde das so antworten. Ich bemühe mich, Mensch zu werden. Das ist ja Hammer, überhaupt, hart. Sie sagen, Mensch zu werden ist hart. Was bedeutet für Sie, Mensch zu sein, Igor? Ich habe mit 18 erste Batterien des Mitgefühls entwickelt. Batterien des Mitgefühls? Batterien des Mitgefühls. Ich merke diesen Mangel überhaupt, das von, also für Tieren, die Liebe, ich liebe Tiere. Ja, alle möglichen Tiere. Mit 6 Jahren dürfte ich, Mutter hat das verstanden, ich dürfte ins Tiger. Da sind viele Tiere, voll Geräusche, unwerfend. Nach dem Regen musste ich meine Stelle unbedingt besichtigen, inspizieren und so weiter. Und das musste irgendwie raus. Ich habe dann Kinder auch von Verbanden. Wir haben nichts. Aber ich habe irgendeine aus so kleinen Schränkchen ein Betttuch genommen und als Vorhang. Ich wollte Theater machen. Ich wollte das rauslassen überhaupt, was ich erlebt. Was genau wollten Sie rauslassen, Ihre Erlebnisse? Meine Erlebnisse, meine durch Tiger Erlebnisse. Ich im Tiger. Wir werden jetzt aufgenommen. Und diese Erlebnisse und waren so stark, dass ich tanzen muss. Ich muss das was singen. Ich muss sie alle animieren, mit mir laut zu sein. Mhm. Und da kam immer wieder als Zucker auf den Markt kam und meine Mutter könnte das leisten. Also dieser Raffinat, das ist also ein starker Stein. Man hat das kalibriert, noch klar gemacht. Und das war Belohnung für meine Kameraden, Spielkameraden dann. Ich habe Mutter ab und zu gesagt, aber eigentlich, ich habe das immer so. Wir haben nichts. Meine Mutter hat Quattrocento studiert, italienische Oper. Sie schleppte Bücher, Hüte nach Fernosten ins Verbannung. Weil Sie und sind Filme. Groß geworden in der Stadt der Verbannten, 800 Kilometer von Leningrad entfernt an der chinesischen Grenze. Tausende von Kilometern. Man muss 8 Tage nach Moskau rechnen mit dem Zug. Und man fliegt auch Stunden, 8 Stunden von dort. Und da war Ihr Vater eben 25 Jahre im Straf. In einer Straf. Wie sagt man denn dazu? Das ist Verbannung. Das ist schlichtweg die Verbannung. Verbannung. Verbannungsort. Aber lassen wir das. Wir sind gerade gewesen bei der Frage, was es bedarf, Mensch zu werden. Und dann hatten Sie den Schlenkerer gemacht zu den Tieren, deswegen waren wir in der Stadt der Verbannten. Was bedarf es denn jetzt, Mensch zu werden für Sie? Was bedeutet es, Mensch zu sein? Wenn ich mal mit Tieren zusammen bin, denke ich, ist so einfach. Sie sind unkomplizierter. Mit den Menschen klarzukommen. Ja, nochmal zurück zu meine Gedanken damals. Mhm. Ich habe das schon Skizzen gemacht. Ich wollte eine Batterie des Mitgefühls entwickeln und mal aufbauen. Mhm. Ich wollte
Fabrikant werden. Mhm. Fabrik in sowjetischer Zeit. Mhm. Fabrik, die für Batterien des Mitgefühls. Ist Mitgefühl alles für Sie dann der wesentlichen Elemente, die es auszeichnet, die uns zu Menschen macht? Eine von ja, vielen. Aber wieso haben wir dann nicht genügend davon? Es gibt so viel Krieg, Hass, Neid. Selbst zwischen Geschwistern. Ist Mitgefühl ja, was man kultiviert und anerzieht? Das ist alles genau, da treffen Sie schon, ja, kultivieren. Kultivieren. Frage, wo bist du? Diese heilige Erinnerungen aus Kindheit, aber diese Erinnerungen sind dann später, werden Erinnerungen, aber wenn du jetzt deine ersten Schritte, deine ersten Erfahrungen durch das Leben versuchst, dann, oder? Dann stoßt du auf Verschiedenes und du gehst lieber dort, wo es weniger schmerzt. Ich habe Gespräche mit Mutter geführt. Ich bin ja sehr glücklich, dass ich eine Mutter hatte. Wäre ich nur mit Vater habe ich kaum gesehen in meinem Leben, wäre ich vielleicht ein Teufel. Aber das ist ganz einfach, du kannst ja freiwillig, du bist frei, du kannst freiwillig zwischen, ja, Mensch zu sein. Du weißt das nicht einfach. Wie kann ich ja das definieren? Es gibt schon viele Arten, das zu definieren, aber ich sage, das ist schon hart, weil man braucht das, man braucht Leben. Man muss Mut aktivieren, mutig durch die Gegend marschieren und nicht so heute, ja, zu Befehl, Herr General oder Frau General. Nein, ich habe was anderes erlebt. Aber machen genau das nicht sehr wenige Menschen, mutig durchs Leben zu gehen? Wahrscheinlich. Ja, eine ganz kleine Minderheit macht das, also... Würden Sie dann sagen, dieser Mut ist was kultiviert werden muss, erstmal, um ihn zu reaktivieren? Also ist er uns aberzogen worden durch die Gesellschaft, durch die Schule, durch die Systeme? Sind wir alle gleich geboren oder gibt es Unterschiede, gibt es Pioniere? Ja, wir sind reich geboren, wir sind voller Geist, voller diese Potenzial, was uns mit Geburt einfach Privileg, Geschenk, was wir da bekommen, wird uns permanent weggenommen. Die Schule, Sie, soziale Kollektiv, ausgeht, Familie, Mensch, alles. Gehen wir mal davon aus, der Mensch hat alles in sich und jetzt wird es uns weggenommen. Glauben Sie an so einem Zustand, an irgendeinem Momentum in unserer Zeit als Mensch, als Menschheit, in der wir genau das alle haben werden? Also glauben Sie, wir können diesen Zustand wiedererlangen? Oder glauben Sie, der Mensch ist eher verdammt dazu, in einer Art Unterordnung, in einer Art Führung, ja, zu leben? Wir werden geführt, ja. Aber wir werden von verschiedenen Seiten. Wer manipuliert mit mir? Mit meinem Willen, mit meiner. Tja, sie könnte so oder so gehen. Warum heirate ich jetzt und bekomme ich Kinder? Ich könnte auch mit anderer Frau Kinder haben oder überhaupt keine. Das sind so Zufälle und aus diesen Zufällen wird dann mein Leben kreiert und da bist du gefangen, oder? Oder du. Aber inwiefern kommt dann die eigene Willenskraft? Weil ich kann ja entscheiden, heirate ich? Aktuell können wir entscheiden, wollen wir Kinder?
Gehe ich aus der Ehe? Verlasse ich meine Kinder? Auch das ist eine Option, die manchmal gelebt wird. Wie frei ist der Mensch? Er soll einfach dieser Freiheit. Es wird weggenommen, wie gesagt. Und zwar. Jetzt habe ich einen Pose-Denker von Rodin. Also wenn die Freiheit weggenommen wird, ich war gerade noch mit einem ihrer Kunstwerke beschäftigt, Igor. Inwiefern muss Kunst, die große Frage, sogar politisch sein? Inwiefern kann sie es überhaupt? Ist offen, das ist so wie eine Komet, die durch aus nichts. Ja. Kunst ist künstlich. Kunst ist künstlich. Ja, Freiheit ist primär. Freiheit ist? Ist primär, also das ist Kunst zu machen. Ja. Beuys sprach von Intuition. Und das ist heilig, Intuition. Ich glaube, bei Goethe gibt es auch einen wunderbaren Satz, bei Faust, oder? Wenn jemand sich bemüht, dann können wir lösen. Nein, ich meine was anderes. Wenn ihr nicht fühlt, ihr werdet nie erjagen. Das ist ein uraltes Mittelalter, ja? Erjagen sagt man heute nicht. Aber von was kommt das? Erjagen. Das ist Ahnen. Das ist Ur. Sie haben gerade gesagt, Kunst ist künstlich. Wir haben gerade vorhin mit Ihrer Frau Aller gesprochen über das Spiel, das auch in der Kunst gespielt wird. Das Spiel, Künstler zu sein. Das Spiel, sich als Künstler zu verkleiden, das Spiel als Künstler, ein Künstlerleben zu führen, so wie es von der anderen Seite erwartet wird. Von der Gesellschaft. Ja. Und deswegen da tanzt du unter Willen von irgendwelchen. Ich habe die Galeristen rausgeschmissen aus meinem, hier oder woanders. Wenn sie. Die kommen und wissen ganz genau, wie es geht. Und gleichzeitig. Ich mache aus dich ein großer, Großwaller, sehr großer Konzern leitet. Er war ein Boss und er wollte aus mich ein ganz wichtiger Künstler machen. Ich muss nur einfach sagen, ich gehöre dir. Der Verkauf der Seele. Unterschreiben. Einfach unterschreiben. Wie frei sind denn dann überhaupt Künstler? Weil ich meine, wir haben vorhin auch drüber gesprochen, hier vorne, beim russischen Teegeschirr, dass man natürlich, you have to make your living, right? Ja. Und da bewegt sich natürlich auch die Freiheit des eigenen Ausdrucks, der Unabhängigkeit, das zu machen, was einem selber wichtig ist. Wo sehen Sie denn da den idealen Künstler angesiedelt? Was wäre denn für Sie der ideale Zustand? Gibt's nicht. Ja. Ideal gibt es nicht. Aber so ein Kompromiss, Spiel spielen. Ja. Welche Kompromisse? Wenn berühmt sein. Berühmt sein. Das ist das Letzte überhaupt. Der Wunsch, berühmt zu sein? Ja, ich habe immer wieder erlebt, welche Szenen, also die junge Studenten von Kunst. Sie waren ja auch als Professor tätig. Was war denn da Ihre, so die neue Generation? Was ist denn die Motivation? Neue Jeans zu haben. Neue Jeans zu tragen. Zu haben. Also ich hab immer wieder Leute versucht zu motivieren, auch Kollegen. Ich habe in Israel zum Beispiel ziemlich viel gemacht, gab es Projekte mit Studenten, mit Schülern, radikaler zu werden, also richtig
In alle Bereiche. Also Ihr Wunsch war mehr Radikalität. Ihr Wunsch wäre gewesen, mehr in den Widerstand zu gehen. Mehr gegen diese Ordnung, der überhaupt nichts mit der Ordnung zu suchen hat. Und was haben Sie dann gesehen in Ihren Studenten? Haben Sie gesehen, zu viel Anpassung, zu viel, wir haben vorhin vom Marketing bis zum Denunzieren. Bis zum Denunzieren. Und da hatten Sie ja im alten System bis zum Denunzieren. In Ihrer Heimat auch hier Erfahrungen gemacht. Hier in Deutschland. Und gut, dass du mit Rektor, so, for example, eine gute Connection hast. Und der ruft mich an und sagt, du schmeißt sie bitte raus aus deinem Seminar, die drei. Zuerst kamen zwei und dann noch einer. Und haben alles erzählt. Also ich verstehe, aber was erzählt, was ich offen, das könnte jeder hören. Also Sie meinen den Verkauf der Seele. Ich meine verschiedene. Das ist auch politisch, aber das gehört genauso wie Frühling und ja, Morgendämmerung gehört zu Alltag, zu Politik. Das kannst du ja. Jetzt gehen wir mal kurz drüber an, weil ich glaube, man kann jetzt nämlich gut sehen, wie unfassbar mächtig Ihre Räume sind. Ach, das ist nur Räume. Ja, aber mit viel Material. Das innere Räume. Im Innere geht das eigentlich nicht. Wenn Welt in uns und Welt um uns herum. Die Dinge zusammen zu. Wenn ich mir das jetzt alles anschaue, haben Sie ja die Möglichkeit, durch Ihren Erfolg auch Einfluss auszuüben. Das ist kein Erfolg, das ist ein Weg. Das ist überhaupt nicht mit Erfolg zu tun. Wie misst man Erfolg überhaupt? Wow. Mhm. Ich hab keine große Sammler hinter mir. Das ist schon, Erfolg ist woanders, denke ich mal. Aber es ist ein Erfolg. Das ist ein Erfolg, dass ich ja noch zum Glück, wo ist Holz, gesund bin und dass ich begreife, jetzt begreife, dass es doch weitergeht. Jetzt soll weitergehen. Mhm. Wie kann ich ja überhaupt nicht sagen, ich kann nicht prophezeien. Ich gehe schon rein, unabhängig von dem Begriff, wenn ich darf, des Erfolgs. Sie haben eine gewisse Reichweite. Inwiefern glauben Sie, ist da jetzt eben auch die Verantwortung, Stellung zu beziehen, vielleicht in die Radikalität zu gehen, Statements abzugeben? Sehen Sie das in Ihrer Rolle? Sehen Sie das auch sogar als eine Art Verpflichtung als eben Künstler, um zu sagen, ich gehe eben nicht, pass mich an, verkauf meine Seele, sondern gerade der Künstler sollte frei denken, gerade der Künstler sollte sich trauen. Ja, ich trenne das überhaupt nicht. Künstler und Mensch, das ist, das ist falsch, wenn man sagt, der Künstler soll und der... Nein. Ich rede auch mit einem Bauer. Mhm. Und wir verstehen uns mit Kopf und woanders auch. Also das ist schon... Deswegen mit Kunst, mit Künstler, mit künstlich Erfolg, das ist nicht mein Ding. Man muss ja ums Überleben kämpfen, ja, das ist schon okay, aber das ist ein anderes Thema. Obwohl, das ist alles eins. Künstler. Ja, ich vergleiche mein Alltag auch mit so einer der vor der Morgendämmerung auf dem Feld geht und tut was. Mhm. Und diese, ich sage meine Studenten, das sind die besten, meine Professoren, also diese Bäume hier. Mhm. Die Bäume. Das ist die schönste Werke, was gibt es überhaupt. Da, das blüht. Und das ist permanent neu, so wie jeden Tag neu ist. Und die kann man jetzt mit
mit Kunst. Das ist die Natur, die sie ja auch letztendlich hier verewigen. Da war mir so klar und komisch, als ich durch Basel damals, in den 80er Jahren, war ich von verschiedenen Galerien auf große Kunstmessen vertreten. Und da musste ich irgendwie nach Basel mal und meine Pariser Galerie Werke zu liefern. Und ging mal durch diese ganze Halle, Treppe runter, Treppe hoch. Aber hier ist eine. Ja, aber ich und das frage mich, dass wir, du sprichst jetzt immer, das ist ausgezeichnet. Na, das erzählt, du kannst besser als Also die Bedeutung der Natur. Dann hatten Sie auch gesagt, jeder von uns, Sie unterscheiden nicht zwischen Künstler und Nicht-Künstler. Ich habe jetzt mühsam wieder, manche sagen, das ist sehr einfach, Wahlverwandtschaften. Und unser großer Mann, Goethe, hat das mal in Russisch übersetzt, versucht zu lesen. Jetzt versuche ich zum zweiten Mal auf Deutsch Dinge zu begreifen. Er sagte, dem Einzelnen bleibe die Freiheit, sich mit dem zu beschäftigen, was ihm anzieht, was ihm Freude macht, was ihm nützlich deucht. Aber das eigentliche Studium der Menschheit ist der Mensch, sagte Goethe. Das eigene Studium ist das Studium der Menschen. Und was ist zum Schluss der Mensch in der Welt? Das ist die Eingangsfrage, die wir hatten. Ein Nichts von dem Unendlichen, ein All gegenüber dem Nichts, eine Mitte zwischen Nichts und All. Unendlich entfernt von der Begreifung der Unendlichkeiten. Sind dem das Ende aller Dinge und ihrer Gründe undurchdringlich verborgen, unlösbares Geheimnis. Es ist gleich unfähig, das nicht zu fassen, aus dem wir gehoben. Wie das Unendliche, das ihn verschlingt. Das ist unendlich. Das sind Antennen zum. Tja, man kann auch Menschen heilen. So. Das sind so viel wie Schemen, um Menschen zu heilen. Erkläre das. Das sind die Runen einfach. Was ist Runen? Runen. Buchstaben von Druiden. Ne? Und Buchstabe heißt, sie haben das aus Buche gemacht. Das war sehr praktisch. Buchstabe. Also diese Stäbchen aus Buche. Is, Man, Hagal. Und das ist das. Da haben wir so viel zu lernen. Und das ist eine wichtigste Transformation, ich glaube, die kulturell vor uns liegt. Diese Überwindung der mechanistischen Trennung zwischen Mensch und Natur und dieser Universum. Natura non nisi parendo vincitur, haben die Alte gesagt, in Antike. Die Natur kann man besiegen, indem man sich ihr unterwirft. Und diese Danksein, also für Privileg überhaupt hier zu kommen, auf diese wunderschöne Kugel. Und nicht mal das, an Respekt und Respekt ist ein blödes Wort, aber tatsächlich, ein Bauer hat vor der Holunderbaum Hut. Wir wissen warum. Oder meine Heimat, da sind diese Nanai, das Volk, wo die Schamanen stammen. Du bist schon am Cognac trinken. Oh ja, Cognac mit Zitronen. Ja. Man muss das, sonst weiß ich, ich habe Schwindel jetzt. Dann setz dich lieber, bevor du. Ja. Sie beide sind ja jetzt schon, vielleicht darf ich Sie auch noch kurz dazu nehmen. Was hatten Sie gesagt? Wie lange sind Sie beide verheiratet? 46 Jahre. Wer? Wir. Wie sind Sie denn mit den Krisen umgegangen, die Sie auch mal haben mussten? Haben Sie sich zurückgezogen und dann wiedergefunden? Haben Sie gemeinsam gesprochen?
Alles. Was war da? Laut gesprochen, weniger laut gesprochen, auseinandergegangen. Wenn sie merkt, bei mir ist irgendwas schief geht, und dann sagt sie, wenn du jetzt nicht zum Untersuchung gehst, dann fahre ich nach München und bleibe dort bei Kindern. Ja, eben. Und sie hat zweimal mehr Leben gerettet. So. Tatsächlich. Sie hatten vorhin auch was sehr Schönes gesagt. Sie hatten gesagt, sie ist ihre beste Freundin, und diese Freundschaft ist so tief und so wertvoll, dass sie nicht missen möchten. Freund, ja. Freund, Freundin, das ist, ja. Mhm. Auf Koordinaten des Menschlichen, da sind wir, ja. Kurz, ist meine Arbeit. Wunderschön. Das ist meine Mantel. Ach, wie toll. Das ist von Kaschmir-Tücher. Alles Haute Couture, wenn man das auch von der anderen Seite, von Ihnen. Wunderschön. Seite. Ja, die schaue ich mir gleich nochmal an. Lass das hier, alle. Ich sehe, sie ergänzen sich wirklich sehr gut, sie beide. Hä? Ja, ja, das ist nicht normal, dass sie jetzt für jeden das zeigt. Aber da freue ich mich, ich schaue auch gleich runter. Sie weiß, da kommt jemand von Sonja. ihrer gemeinsamen Tochter. Und das ist uns sehr wichtig, wenn Sonja sagt, dass jemand von mir kommt. Das ist schon... Igor, ich danke Ihnen von Herzen. Wir haben da jetzt ganz frech einfach angefangen mit den Aufnahmen. Herzlichen Dank. Das ist schon für das wirklich sehr interessante Gespräch mit Ihnen. Komm, lese das. Oh, das ist auch sehr schön. Darf man da jetzt auch so drüber fahren? Kann man das lesen? Liebe. Darf ich es berühren? Ja, das ist ein alte, so verrostete Metallblech. Und das sind meine. Ja. Liebe, das Wichtigste. Liebe, das zu lieben. Danke Ihnen so sehr, Igor. Jeder muss bereit auch sein, jede Zeit woanders, also dann nach oben zu marschieren. Aber jetzt, man verliert Freunde, diese Erfahrung, was man, wenn man älter wird, ja, was man macht. Also Menschen, die man so lange gekannt und vielleicht nicht so oft gesehen haben, habe ich 4 Freunde habe ich verloren, innerhalb von 6-7 Monaten. Sie sind 1947 geboren. 47, ja. Erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Mhm. Und jetzt, wo es auf 80 geht, dann verlierst du tatsächlich mein guter Freund als Galerist, das ist auch nicht normal, das war ein Hagener Galerist, Michael Schlipper. Er ist auch vor 1,5 Jahren verstorben. Der war oft hier, der hat aufgehört mit Galerie, aber der war auch Jazzmusiker. Und jetzt eine Frau, sie ist so reizend, die macht jetzt in Hagener Osthaus Museum ein Memorialprojekt, eine Ausstellung ihm gewidmet. Sein Lieblingskünstler werden dort was erzählen. Und das ist Liebe, ja. Diese Liebe, die transferiert sich irgendwie. Mhm. Und sie ist überall. Also du merkst, die sind zwar, gibt es auch Freunde, die schon längst nicht mehr hier sind, aber du sprichst mit ihnen. Ich war mit einem großen deutschen Künstler, Ruprecht Geiger, Professor in Düsseldorf, aber wir haben uns in München kennengelernt, auch mit Beuys befreundet. Mit Ruprecht Geiger, eng befreundet, das war mein bester Freund als Kollege. Ich habe gesagt,
vor kurzem. Ich habe keine Kollegen als Freunde. Und das war der Einzige. Auch im Krieg in Russland gewesen, als Kriegskünstler. Wow. Rupert Geiger.